Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Resident Evil 2 Remake. Ja Leute, wir befinden uns in der Labor. Wir müssen eine so eine komische Kartusche herstellen. Ja, wie es da weitergeht, erfahrt ihr jetzt. Abo, Like nicht vergessen. Exit. Wie kann das sein, dass sie noch am Leben sind? Jetzt mal woanders. Da wo noch so eine Dingsmus war. Alter, richtig viel Blut, Digga. Es ist Muff. Muff. Geh zurück! Jawohl! Ist irgendwas hier? Wayne's List Notiz. Mein Gott, Blut überall, was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot, alle tot. Das waren die Männer in Schwarz, USS, die Spezialeinheit von Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht uns zu beschützen? Weiße Hirne in ein rotes See, das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum habe ich nicht alle gesagt? Ich bin ein Genie wie ich. Kann nicht an so einen Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich, dann verarsche ich die. Ich gebe ihnen den Nobelpreis. Ich bin ein Held, ein Genie, ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde... Tschüss.
Ah ja, mein Kater will Hallo sagen. Komm her. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Okay. Lösung wird zerstört. Das hat funktioniert. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ein Chip. Oh, nicht der Wichser schon wieder. Scheiße! Scheiße, ich habe keine Medizin. Brian Cartwins Posteingang. Absender William Birkins. Betrefft wichtig. Erhöhte Sicherheit. Man ist ein Nest für Spione geworden. Letzten Monat 3, diesen Monat sogar 4. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen Sie für Sicherheit, Cartwin. Oder wollen Sie enden wie Ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem auch ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen von Hauptquartier, die mit G-Virus zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Absender No Reply. Automatische generierte E-Mail. Betreff Warnung. Unautorisierter Zugang festgestellt. Unkrautvernichter durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostbereich freigesetzt. Scheiße. Ist die G-Probe hier.
Ja, das bringt mir auch nichts. Wo ist der Schreibtisch? OSS. Okay. Murian Birkins Posteingang. Absender Jane Doyle. Betreff Forschung angeb. Wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an G einzustellen, die im Nestlabor stattfanden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkins wird seine Postens enthoben. Absender BE. Betrifft keine. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Entsorgen Sie sie nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das bestfinanzierte des Landes. Richard Kessler, Glückwunsch. Wie ich hörte, ist G beinahe bereits sehr gut. Komisch nur, dass sie das nie an das Labor hier in den Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber. Werden Sie so nett? Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet. Aber ab jetzt übernehmen wir. Absender Jane Doyle, Abmahnungsbescheid. Sie werden den Vertragsverletzungen gegenüber des Umbrella Corporation verdächtig. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisierte Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees. T-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Also waren das G-Proben. G-Proben. Ah.
bei den Göttern. Was ist denn das? Ich brauche irgendwas zum Heilen. Ein Bild von ihr. Habe ich irgendwas zum Heilen? Das. Forschungstagebuch. Beobachtung zum embryonalen Wachstum. Probeband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begannen diese Beobachtungen. Das medizinische Team hat das Bewusstsein des Probeband zwischen 15, in Klammern wach, und 10 auf das GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechtert sich, aber nur von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Beobachten zur Fortpflanzungsrate. Probeband 501. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zur G-Form und wurde in eine Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. In Klammern, ein Proband brach während des Experiments zusammen und nahm sich das Leben. Experimente zur Resistenz gegenüber des T-Virus. Probanden 628-693. Wir verabreichten das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Das war einfach. Okay, jetzt zurück zu Ada. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Lebens erkannt. Abriegel der Anlage eingeleitet. Selbstzerstörungssequenz startet nach Abschluss der Abriegelung. Was wird der Wichser jetzt? Ach, der. Dr. Buckens. Du wieder. Weg! Er gehört mir! Das muss enden. Was zur Hölle geht hier vor? Sorry, William. Du lässt mir keine Wahl. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die.
Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie, dass... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch Ihre Schuld. Heilung, Mann. Die ganzen Augen auf GS-Körper sind keine reine Zieherde. Lassen sich alle platzen, dann ist gewehrlos. Abschluss der Abriegelung. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level 4-Virus erkannt. Abriegelung der Anlage eingeleitet. Klasse A Ausbruch erkannt. Eliminiert wurde. Verdammt, das klappt doch nie. Moment mal, ich hab doch Blendgranaten. Nicht wahr sein. Ist doch behindert. Ich brauche was zum Heilen, Alter. Heilen brauche ich. Eliminiert wurde. Entfernung
Fick dich! Scheiße. Das Problem ist, man kann nicht ausweichen, dieses Spiel. Mich treffen! Okay, Leute. Ich mache nur noch zwei Versuche. Dann. Wo ist das Spray? Wo ist das Spray? Okay, noch ein letzter Versuch, Leute. Nur ein letzter Versuch.
aus der Abregelung. Achtung! Aktualisierte Entfernung eines Vampir-Virus erkannt. Abregelung der Anlage eingeleitet. Klasse A aus. Wichser! Geschafft! Boah, bei den Göttern. Hab's geschafft. Entfernung eines Level 4 Virus erkannt. Abregelung der Anlage eingeleitet. Selbstzerstörungssequenz.
schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, ich weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Oh, oh. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt... Man bandiert doch, die hat doch Level 4. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die G-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tu's nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Glaubst du, kannst es? Gut auf dich auf, Leon. Nein!
Okay, Leute, werde ich mal sagen, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like, das wird mich sehr freuen. Da würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.